Hallo, in dieser Folge möchte ich dir gerne die drei Top-Bereiche mitgeben, in der dich eine gute Podcast-Agentur unterstützen kann. Und ich werde dir auch aufzeigen, was die eine Aufgabe ist, die in jedem Fall immer bei dir bleibt. Also den Rest kannst du natürlich auslagern in der Zusammenarbeit mit einer Podcast-Produktionsfirma. Und eine große Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist: Hanna, wie viel Zeitaufwand habe ich denn als Podcasterin? Dazu kriegst du heute auch eine gute Antwort von einer Podcast-Expertin wie mir. Und ich werde dir auch zeigen, wirklich detailliert, welche Vorteile du eigentlich hast, wenn du dich entscheidest, mit einer Podcast-Agentur zusammenzuarbeiten. Also super, dass du diese Folge angeschmissen hast. Wenn du fertig damit bist, diese Folge zu hören, dann würde ich dir empfehlen, die Folge 142 gleich hinterher zu hören, denn da werde ich dir auf jeden Fall mal darlegen, wie du eigentlich rausfindest, was so eine gute Podcast-Agentur ausmacht. Wenn dich Themen wie diese interessieren, dann abonniere jetzt kostenfrei meinen Podcast Podcast Marketing wirkt in deiner Lieblings-Podcast-App oder unter www.podcastliebe.net/unser-podcast, damit du keine neuen Episoden verpasst. Herzlichen Dank. Ich bin Hanna Steingreber, Gründerin und Inhaberin der Podcast-Agentur Podcastliebe, und du hörst meinen Podcast Podcast Marketing wirkt. Als Podcast-Agentur für B2B-Unternehmen wollen wir erreichen, dass alle Firmen im deutschsprachigen Raum auf ethisches Marketing setzen, indem sie ihre Traumkundschaft über den eigenen Podcast erreichen. Mehr dazu gibt es unter www.podcastliebe.net und natürlich in diesem Podcast. Wenn du dein Business über deinen eigenen Podcast hörbar machen möchtest, dann lass dich von uns professionell unterstützen. Egal ob Podcast-Beratung, Produktion oder Vermarktung, wir sind auf jeden Fall für dich da. Buche jetzt ein kostenfreies Kennenlerngespräch via Zoom unter www.podcastliebe.net/kennenlerngespräch, und den Link zum kostenfreien Kennenlerngespräch findest du in den Shownotes. Es war gestern super interessant, als ich diese Folge vorbereitet habe. Ich skripte ja meine Folgen immer und spreche sie dann ein. Also ich mache wirklich so Aufgabenverteilung und bin jetzt im Studio und nehme eben auf. Nicht nur diese Folge, sondern noch ein paar andere. Und das Interessante ist wirklich, ich weiß natürlich, was eine Agentur alles so anbietet, aber wenn man es da mal so kleinteilig nochmal aufschreibt, dann ist es wirklich sehr, sehr komplex. Dennoch, ich bin ja ein sehr strukturierter Mensch, habe ich das wirklich mal in so drei Oberbereiche runtergebrochen, was eigentlich eine Podcast-Agentur dir alles abnehmen kann. Und ich habe diese drei Bereiche genannt: Podcast-Start, Podcast-Erstellung und Podcast-Strategie und Vermarktung. Also diese drei: Start, Erstellung, Strategie und Vermarktung. Gucken wir uns die mal gerne an. Also im Bereich Podcast-Start befinden sich natürlich alle diese Themen, die du da draußen hast als Unternehmerin, wenn du sagst, ich möchte jetzt den Podcast starten und hol mir professionelle Hilfe. Ja, das fängt natürlich an mit der Entwicklung einer Konzeption für den Podcast, denn ohne eine strategische Grundlage, die du am besten in der Podcast-Beratung gemeinsam entwirfst mit deinem Podcast-Coach, wird das Ganze nichts. Ja, du brauchst wirklich ein strategisches Fundament. Also die Konzeptionsentwicklung fällt darunter. Dann aber auch so Dinge wie Podcast-Cover-Design von einem Grafikdesigner. Das kriegst du bei einer guten Agentur. Musikkomposition. Ja, also du musst nicht aus einer Musikbibliothek dir ein Musikstück kaufen, was ganz viele andere auch haben, sondern du kannst dir wirklich einen individuellen Musiktrack komponieren lassen. Dann gibt es noch von Profistimmen eingesprochenes Intro und Outro. Also wirklich so diesen akustischen Rahmen, ja, das, was immer wiederkehrt, jede Episode, den Anfang und das Ende, das kannst du von einem professionellen Sprecher, von einer professionellen Sprecherin wirklich einmal einsprechen lassen. Das macht deinen Podcast wirklich nochmal prestigeträchtiger und auch um einiges professioneller. Dann natürlich, was sehr, sehr wichtig ist, nicht nur am Anfang, aber vor allem da, ist eine Beratung, ein Podcast-Coaching im
Bereich der Aufnahmen. Ja, also das ist ja erstmal ganz neu für dich, Podcast aufzunehmen. Und dann gibt es viele Fragen, so welches Mikro soll ich nehmen? Wie spreche ich da rein? Wenn ich Video mache, wie gestalte ich das? Wie spreche ich überhaupt gut? Wie kriege ich es hin, eine Episode aufzubauen? Solche Sachen. Aber vor allem für die Aufnahmeberatung, dass da wirklich alles von der Technik her auch sitzt. Also nimmst du in einem Podcast-Studio auf? Ist es bei dir im Büro, zu Hause, im Homeoffice? Hast du einen Podcast-Raum in der Firma? Solche Dinge, die sollst du alle mit einem Podcast-Profi besprechen und dann wirklich, und das ist immer eine individuelle Analyse, schauen, dass du da eine optimale Sound- und auch Videoqualität rauskriegst, wenn du einen Videopodcast machst. Das ist ganz wichtig. Und hier, ich spreche jetzt über das Audiotechnische, kannst du natürlich auch inhaltlich mit deinem Podcast-Berater, mit deiner Podcast-Beraterin sprechen. Denn wir Expertinnen im Podcasting wissen natürlich nicht nur, wie das Ganze technisch funktioniert, sondern auch, wie man eine Folge aufbauen sollte, wie du deinen Content rüberbringst, welche Gäste sind die passenden und so weiter und so fort. Diese ganzen Fragen, die musst du natürlich am Anfang für dich klären, damit du erstmal so ein Grundgerüst hast eigentlich für deinen Podcast. Also ich hoffe, ich habe da nichts vergessen, aber das ist, wenn ich das mal so runterbrechen müsste, das, was so im Bereich, ich starte jetzt meinen Podcast, alles anfällt und was eine Agentur dir gut abnehmen kann. Wenn dann der Podcast gestartet ist, dann werden ja fortlaufend Folgen aufgenommen und produziert. Und hier ist es extrem wichtig, dass du ja jemanden hast, der eine technische Einrichtung vornimmt, also ein Podcast, um dich jetzt nicht zu langweilen mit technischen Details. Ein Podcast braucht ja auch so eine Art Zuhause im Internet, damit er dann auch auf allen Plattformen gehört wird, wie Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und deswegen muss er einmal technisch eingerichtet werden. Danach wirst du ja deinen Podcast produzieren lassen. Und es braucht dann die Postproduktion. Das heißt, du lieferst das Rohmaterial und in der Produktion wird das Ganze dann zu der fertigen Episode gemacht, kurz gesagt. Ja, was dann noch ein wichtiger Punkt ist, sind so Dinge wie Shownotes schreiben. Ja, also die Episodenbeschreibung zu jeder Folge. Die muss ja auch formuliert werden mit Text und Links. Des Weiteren die Erstellung einer Transkription. Die Transkription, das ist eine Vertextlichung des Audios von jeder Folge. Das hilft sehr viel, wenn du zum Beispiel mit SEO arbeiten möchtest oder eine textliche Grundlage brauchst aus deiner Folge, damit du damit dann weiterarbeiten kannst hinsichtlich Blogposts, hinsichtlich Social-Media-Texten, hinsichtlich Newsletter-Texten und so weiter und so fort. Also da lässt sich auch sehr viel machen. Und generell braucht es auch eine Konzeption der Episoden, Profi-Feedback zu den Aufnahmen, genau, das hatte ich schon vorhin drauf. Warte mal, da habe ich doch vorhin schon drüber gesprochen, sehe ich gerade. Ja, habe ich vorhin schon drauf gesprochen, genau. Ich meinte nämlich, du hast diese Aufnahmenberatung und Feedback am Anfang, aber ich finde auch, und deswegen habe ich es aufgeführt, dass das sehr wichtig ist, dass du dir fortlaufend Feedback holst, weil das Problem ist, wir kennen das alle, der Klassiker ist ja, wenn man beim Zahnarzt ist, dann lässt man sich ernsthaft nochmal zeigen, wie man Zähne putzt, weil man sich denkt, vielleicht kann ich noch ein bisschen was rausholen, jetzt musste er letztens wieder bohren, war ja auch nicht so schön, in der Hoffnung, dass das dann nicht wieder passiert. Und dann wird einem wirklich nochmal gezeigt, wie man Zähne putzt. Das weiß man seit dem Kindergarten, hoffe ich. Aber es schleicht sich halt mit der Zeit, ich kann es auch verstehen, morgens ist es zu früh für manche und abends auch zu spät für manche Zähne zu putzen. Aber man schleicht sich einfach ein, dass man schlechter putzt. Und der Zahnarzt sieht das sofort und kann dann einfach nochmal zeigen, wie das Ganze denn richtig zu machen ist. Und genau so oder so ähnlich ist es halt bei Podcast-Aufnahmen auch. Gerade wenn du viel vorproduzierst, dann hast du auch immer mal so Pausen, wo du dich zurücklehnen kannst, andere Dinge machst und dann nimmst du wieder auf und denkst so, ging das nochmal? Ja, oder es schleichen sich, wenn du viel aufnimmst, auch Gewohnheiten ein, wie bei allen Dingen im Leben. Dass du zum Beispiel die Distanz zum Mikro nicht gescheit hältst. Oder vergisst deinen Popfilter richtig einzustellen. Also so kleine Dinge, die aber nachher in der Soundqualität einen riesen Unterschied machen, wo jeder Produzent, jede Produzentin dir einfach sagen wird, so geht's nicht. Ja, so nett. Also das geht dann nochmal zurück. Das produziere ich nicht. Ja, weil das kann einfach nach hinten raus nett gut klingen und nicht professionell sein. Und deine Marke soll ja, also deine Unternehmensmarke soll ja professionell wiedergespiegelt werden, auch im Podcast. Das ist ganz wichtig. Genau, dann kommen wir auch schon zum nächsten und letzten dritten Bereich der Podcast-Strategie und Podcast-Vermarktung. Also hier ist vor allem so ein Kernelement
Beratung, Podcast-Beratung. Ja, dass du dich von einem Podcast-Profi beraten lässt. Sei es jetzt vor Ort oder auch über einen Videocall, dass ihr dort einfach guckt, wie könnt ihr den Podcast strategisch aufbauen, optimieren und dann auch gescheit vermarkten. Da fallen auch so Dinge drunter wie Gästeakquise, ist auch ein sehr zeitintensives Thema. Dann auch SEO-Maßnahmen. Auch ein Podcast will ja gut auffindbar sein im Internet. Da gibt es diverse Dinge, die man tun kann. Darum soll es nicht gehen. Es reicht aber auch so weit, dass du mal guckst, hey, wir haben ja einen Blog und jetzt haben wir noch einen Podcast. Kann man die irgendwie zusammenbringen? Wenn ja, wie? Und dann natürlich auch gemeinsam mit deinem Profi so eine Art Marketingstrategie wirklich zu erarbeiten, dass regelmäßig der Podcast vermarktet wird, dass ihr gezielte Marketingkampagnen vielleicht auch fahrt, die dann wieder mit deinen Dienstleistungen zu tun haben, mit deinen Produkten übers Jahr gesehen. Und dann kannst du noch Werbung schalten. Also wenn du mit KooperationspartnerInnen arbeitest, dann kannst du, ja, wie gesagt, Werbung schalten in deinem Podcast. Das muss ja auch alles entwickelt und überwacht werden. Und apropos überwachen, möchtest du natürlich auch gucken, was bringt mir das denn jetzt mit dem Podcast? Also du musst Messungen durchführen. Du musst, es gut, das macht ja die Agentur dann für dich. Wenn ich jetzt auch sage, du musst, ich sag dir gleich, was deine Aufgabe ist. Aber das ist eben wichtig, dass für deinen Podcast auch Auswertungen stattfinden. Statistische Auswertung. Wie performt der Podcast? Wie performt er regelmäßig? Und welche Handlungsempfehlungen gibt es hier vielleicht? Ja, welche Dinge kannst du optimieren gemeinsam mit der Agentur zusammen? Und das ist so der dritte Bereich. Also wir haben Podcast Start, Erstellung und Strategie und Vermarktung. Nimm dein Podcast-Interview online in Studioqualität mit der Software Riverside auf. Unsere Kundschaft ist wirklich durchweg begeistert und wir sind es auch. Mit unserem Link kannst du unsere Arbeit unterstützen und direkt mit Riverside loslegen. Den Link findest du in den Shownotes. Herzlichen Dank. Ich habe es gerade schon anklingen lassen. Bei diesen ganzen Sachen, jetzt fragst du dich bestimmt auch, ja gut, was muss ich dann noch machen? Du musst einfach das Rohmaterial fristgerecht abliefern. Es ist bei uns bei Podcast Liebe auch so. Wir arbeiten da auch mit einer Frist sozusagen von 14 Tagen aktuell, dass unsere Kundschaft wirklich ihr Rohmaterial fristgerecht einfach uns abliefert und dann ist deren Job schon getan. Ab da übernehmen wir dann. Ja, und so kann das bei dir auch gehen. Und das würde ich dir auch empfehlen, dass du von Anfang an gleich sagst, ich gebe den Rest wirklich ab. Denn es ist ganz interessant. Ich kann dir halt viel erzählen, wenn der Tag lang ist, ne? Weil ich aus Profisicht weiß ich das auch. Ich weiß es auch von meinem eigenen Podcast. Aber auf der anderen Seite ist es immer schön, auch von anderen UnternehmerInnen zu sehen, wie die denn mit diesem Thema, ich gebe alles ab, außer die Aufnahme, überhaupt zurechtgekommen sind. Und es gibt bei uns in Folge 136 von diesem Podcast ein spannendes Interview zu dem Thema mit unserer Kundin Laura. Denn sie hat ganz spannend erzählt, wie sie am Anfang absoluten Knoten im Kopf hatte, weil sie nämlich ganz so auf diesem Weg war, ich mache das selber, ich google mir zusammen, wie man einen Podcast macht, dann brauche ich das noch und das noch und das noch und das noch und wurde es immer mehr und irgendwann wäre ihr der Kopf fast geplatzt. Dann hat sie gesagt, nee, komm, ich lasse mir jetzt einfach Hilfe holen oder ich hole mir Hilfe, ja, ich lasse mich unterstützen. Ich muss es nicht alleine machen und ab dann wurde es viel leichter. Ich will es nicht zu sehr spoilern, deswegen hört er die Folge gerne an, denn falls du jetzt selber noch so ein bisschen auch zweifelst, okay, das soll ich alles abgeben, ernsthaft, und ich muss nur aufnehmen und das war's so, dann wird diese Folge und dieses Interview mit Laura dir auf jeden Fall nochmal Klarheit reinbringen, also Folge 136. Und wenn du lieber lesen magst, dann gibt's auch den Blogartikel, den Link dazu findest du in den Shownotes von dieser Folge, den kannst du dir gerne durchlesen und dort findest du auch nochmal das Audio zur Episode von dem Interview mit Laura. Vielleicht noch, falls du es sonst auch einfach im Internet finden magst, also dieser Blogartikel heißt Fallstudie, Podcast selber machen. Keine gute Idee. Schöner Artikel, hat Eileen geschrieben, unsere Texterin, und ist ganz wunderbar gemacht. Lese ich immer total gerne. Sehr schön. Genau, wenn du auf der anderen Seite sagst, cool, das klingt super, was eine Podcast-Agentur alles unternehmen
Unternehmen übernehmen kann. Finde ich spannend, finde ich super. Möchte ich gern haben, dann buch gern mal ein Kennenlerngespräch bei uns. Dann können wir nämlich genau noch mal schauen, in welchen Bereichen wir für dich tätig werden können und dir sozusagen auch wirklich zeigen, ja, was diese Aufgaben wären, die wir übernehmen können, wie viel das kostet, wie unsere Zusammenarbeit aussehen würde und wie du dann deinen Podcast auch schnell auf die Startbahn bekommst oder wie du mehr Hilfe von uns reinbekommen kannst, wenn du den Podcast schon draußen hast, dann können wir natürlich auch gerne dir dabei weiterhelfen, definitiv. So, der nächste Punkt ist der Zeitaufwand. Das ist so eine der meistgestellten Fragen, glaube ich, die ich wirklich bekomme. Hanna, wie viel Zeit brauche ich denn, wenn ich Podcasterin bin? Wie viel muss ich da denn investieren, so regelmäßig? Und das ist mal ganz interessant, weil in diesen Kennenlerngesprächen, was ich gerade erwähnte, was ja für dich auch sicherlich interessant ist, das mal zu machen, da kannst du natürlich die Frage auch nochmal ausführlich stellen. Da kriege ich diese Frage, wie gesagt, sehr oft gestellt. Und dann wünschen sich die Leute natürlich so, dass ich sage, du brauchst x Stunden die Woche oder so und so viele Tage im Quartal. Das würde man halt gerne hören. In meinen Augen, aus meiner Erfahrung, ist es unmöglich, nahezu unmöglich. Ich habe es gleich mal versucht, ich werde es dir auch gleich mal zeigen in einem Beispiel. Aber es ist eigentlich nahezu unmöglich, jetzt zu sagen, so und so viele Minuten brauchst du die Woche für deinen Podcast, weil es eben auch sehr individuell ist. Aber ich kann dir ein paar Punkte sagen, die dazu beitragen, wie lang dein Aufwand sein wird. Und zwar ist es natürlich einmal der Punkt, wie fokussiert kannst du arbeiten? Bist du jemand, der sich schnell ablenken lässt oder sagst, okay, ich bin jetzt sehr fokussiert dabei und dann sind nicht 10.000 Sachen noch auf einmal? Würde dir natürlich empfehlen, einfach den Fokus wirklich zu halten. Wenn du merkst, du bist da eher so ein bisschen Chaos Queen, das klingt jetzt so negativ, aber ich finde kreativ. Ja, du bist da vielleicht ein bisschen nicht so fokussiert, nicht so strukturiert. Dann schau mal, ob es da irgendwie ein Ritual für dich gibt, dass du sagst, so jetzt einfach nur Podcast und alles andere ausblenden, dass du dich wirklich fokussierst, denn dann wird der Zeitraum, den du mit deinem Podcast verbringst, einfach kürzer und du kannst dich dann auf deine Kernaufgaben noch mehr konzentrieren oder auf deine anderen Kernaufgaben. Dann ist natürlich noch wichtig, die Erfahrung beim Aufnehmen. Also mit der Zeit wirst du schneller. Da weißt du, wie das Mikro angeht, was wie verkabelt werden muss, in welche Richtung du sprechen musst, wenn du Video hast. Und du bist einfach viel schneller wirklich drin. Da kannst du also von ausgehen, wenn du am Anfang noch gefühlt lange dafür brauchst, dann wird das mit der Zeit weniger werden. Das ist natürlich eine sehr schöne Aussicht. Dann logischerweise hängt es von der Episodenlänge ab. Wenn du eine ganze Stunde lang mit einem Gast sprichst, dann braucht ihr natürlich länger für so eine Folge, als wenn du sagst, okay, ich habe jetzt zwei Quick-Tipps und die sind in 6 Minuten fertig aufgenommen, dann bin ich auch schon fertig. Dann geht es natürlich viel schneller. Mein Tipp ist wirklich, bestimme du selber, wie lang es gehen darf. Also wenn du deinem Podcast und diesen ganzen Aufnahmen extrem viel Zeit gibst und sagst, so ja, wir fangen einfach mal an und gucken wir mal, ob wir da bis heute Nachmittag brauchen oder bis heute Nacht, schauen wir einfach mal. Dann wird es im Zweifel wirklich bis morgen früh dauern. Aber wenn du von vornherein sagst, so Leute, wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, wir haben uns vorgenommen, x Episoden, du weißt dann so und so viele Episoden, aufzunehmen, die sind auf dem Plan, das schaffen wir und das ziehen wir jetzt durch. Ist also immer gut, mit so einem abgesteckten Zeitrahmen in jedem Fall zu arbeiten. Klar, mal wird es vielleicht auch nicht ganz drauf hinauslaufen, aber dann kannst du ja mal auswerten, gemeinsam mit deinem Podcast-Berater, mit deiner Podcast-Beraterin, mit deinem Coach, woran das gelegen hat und wie du das optimieren kannst. Also solche Dinge, das glaubt man gar nicht, aber solche Dinge sind ja auch super essentiell und die kannst du natürlich auch mit deiner Agentur einfach mal besprechen. Also hab da auch keine Scham, wirklich zu sagen, ja super, ich wollte aufnehmen und habe nichts geschafft in der Zeit. Woran liegt das? Was kann ich optimieren? Denn da haben wir natürlich als Agentur viel Erfahrung. Wir haben viele Podcasts schon begleitet, eigene auch, aber auch die von Kundschaft natürlich. Und können dir da nochmal Tipps an die Hand geben oder verstehen auch meistens, weil wir auch eine Außenperspektive haben, sofort, worum geht es eigentlich? Wo ist eigentlich das Problem? Und dann können wir das ja rauskristallisieren und du kannst es optimieren. Ja, in jedem Fall bestimme du, wie lange das dauern darf. Und dann, ich habe es schon angesprochen, so und so viel Episoden aufzunehmen hintereinander, so wie ich das auch mache, so dass viele erfolgreiche PodcasterInnen machen, mehrere Episoden hintereinander aufzunehmen. Gerade wenn du nicht tagesaktuell sein musst, was im Business-Podcast-Bereich meistens der Fall ist, da kannst du schön vorproduzieren. Dann würde ich dir vorschlagen, wirklich mehrere Episoden auf einmal aufzunehmen.
Und das heißt, final ergibt sich im Grunde genommen der Zeitaufwand dann aus so einer Art Gleichung von minimaler Vorbereitung, die du eben schon noch brauchst, weil du noch mal kurz reinguckst ins Skript, plus eben natürlich dann die Zeitangabe für deine Aufnahme. Also sag mal, wenn du jetzt 20 Minuten aufnimmst, eine Solo-Folge, dann sind es die 10 Minuten Vorbereitung plus 20 Minuten Aufnahme macht 30 Minuten. Das heißt, setzt du dich in deinem Zeitrahmen hin mit 2 Stunden, dann schaffst du 4 Aufnahmen. Und erfahrungsgemäß schafft man manchmal sogar noch eine mehr. Ich weiß gar nicht, das ist sehr komisch, aber wenn man erstmal im Flow ist, dann verschätzt man sich und sagt, naja, braucht halt doch nicht 20 Minuten für die Aufnahme, sondern 15 oder 13 und ist dann schnell drin. Und die eine schafft man dann auch noch. Also manchmal versieht man sich auch ins Positive. Generell würde ich dir abschließend noch empfehlen, dass du dir immer einen Puffer auch mit reinbaust. Ja, so ein Gast kann sich immer mal verspäten oder es stimmt gerade technisch noch nicht ganz alles. Oder es muss noch mal jemand auf Toilette oder was auch immer, dass ihr für diese Dinge auch noch kurz Zeit habt. Und es soll ja nicht in Stress ausarten, sondern dann auch wirklich gut werden. Ja, also ich hoffe, dass diese Frage nach dem, wie viel Zeit brauche ich für meine Podcast-Aufnahme, jetzt wirklich zufriedenstellend beantwortet ist. Wie gesagt, 10 Minuten Vorbereitung, 20 Minuten aufnehmen, circa 30 Minuten pro Folge. Das ist wirklich reduziert das, was du brauchst, wenn du mit einer guten Agentur zusammenarbeitest, weil den Rest übernimmt dann die Agentur. That's it. Paradies. Also wirklich, ja, besser geht's nicht. Richtig, richtig gut. Ja, also damit habe ich ja schon anklingen lassen, was natürlich ein Vorteil ist von der Zusammenarbeit mit einer Agentur. Ich möchte aber gerne nochmal da gezielt drauf eingehen und das auch untermauern mit ein paar Testimonials, weil natürlich kann ich dir jetzt sehr viel sagen als Podcast-Agenturinhaberin, wie toll das ist, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Aber unsere Kundschaft weiß es ja nochmal ein Stück weit besser und kann dir da einen guten Einblick geben. Deswegen habe ich da noch zwei Feedback-Testimonials mal mitgebracht heute. Zum einen hast du natürlich, wenn du mit einer Podcast-Produktionsfirma zusammenarbeitest, ein sehr hohes Maß an Professionalität, an einem hohen Qualitätsstandard. Also wenn du deinen Podcast produzieren lässt bei einer Podcast-Agentur, dann wird es auch so sein, dass die Produzentinnen dir eine Rückmeldung geben, wenn das Rohmaterial nicht gut genug ist und dich bitten, nochmal neu aufzunehmen, wenn ja die Qualität einfach nicht brauchbar ist, um wirklich eine gute Folge draus zu machen. Und das ist einfach diesem hohen Qualitätsstandard wirklich geschuldet. Ich weiß, bisschen blöd, wenn man da nochmal aufnehmen darf, aber es kommt dir letztlich zugute. Und das Schöne ist, wenn du dich wirklich in die Podcast-Technik einführen lässt und dir alles zeigen lässt, dann passiert dir das auch nicht, dass deine Aufnahme total schlecht ist. Ja? Wenn du einen guten Podcast-Workflow hast, dann vergisst du auch nicht, auf den Aufnahmebutton zu klicken. Ja, ist vielleicht jedem am Anfang schon mal passiert. Das muss auch einmal passieren, aber das wirst du nicht am laufenden Band haben. So, und deswegen wird wirklich auch an alles gedacht. Das ist ein nächster Punkt. Also du kannst dich so fallen lassen. Das ist auch das, was Laura beschreibt. Dass es viel leichter ist, wenn du mit einem Podcast-Profi zusammenarbeitest, weil du kannst dich darauf verlassen, derjenige wird dran denken, der nimmt dich an die Hand. Du musst dir nicht alles zusammen googeln, sondern du gehst dahin, lässt dich beraten oder auch buchst erstmal ein kostenfreies Erstgespräch, ein Kennenlerngespräch wie bei uns und lässt dir einfach mal erzählen, ja, was könnt ihr mir denn alles anbieten, wie läuft das denn ab? Und dann kriegst du ja schon ein Gefühl dafür, dass du da wirklich an die Hand genommen wirst und dass keine Lücken entstehen. Weil wenn du alles selber machst, dann weißt du nie, habe ich an irgendwas nicht gedacht oder an was habe ich nicht gedacht, weil irgendwas gibt es immer. Und eine Podcast-Produktionsfirma, die macht ja das am laufenden Band, dass sie Podcasts produziert. Das heißt, die hat wirklich viele Podcasts schon in die Welt gebracht und es ist dann eigentlich nichts Neues mehr. Ja, und dieses selber machen wollen, das resultiert auch oft darin, dass man dann prokrastiniert und aufschiebt. Und unsere Kundin Margit hatte so einen ganz interessanten Weg, den sie auch in einem Testimonial beschreibt. Und ich lese es dir einfach mal gerade vor. Bestimmt 3 Jahre lang hatte ich den Plan, unbedingt einen Podcast zu machen, bis ich Hannah 2019 auf einer Podcast-Konferenz begegnet bin. Und dann ging alles ganz schnell. Ich spreche den ein, Hannah macht den Rest. Anders hätte ich bis heute nicht angefangen. Ich bin so froh, dass ich Hannah habe, die alles abwickelt und zuverlässig rausschickt. Was sie auch wirklich auszeichnet, ist die technische Qualität beim Schnitt und der An- und Abmoderation. Hannah Steingräber ist meine Heldin. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne sie machen würde. Und es ist wirklich wunderbar, was
Margit hier erzählt, denn genau so ist es. Man schiebt die Dinge auf, bis man endlich jemanden hat, der anders abnimmt. Deswegen sucht er am besten gleich eine Agentur, damit du auch die Zeitersparnis hast, was ich vorhin schon angesprochen habe. Je mehr du abgeben kannst in andere Hände, desto mehr Zeit hast du für deine Kernaufgaben. Du bekommst stetes Optimierungsfeedback, ja, damit dein Podcast auch wirklich immer besser wird. Den freundlichen Kick in den Hintern nochmal, um wirklich dran zu bleiben, um auch motiviert zu sein, wenn man in der Gruppe was macht. Na, also mit einer Agentur ist es ja wie mit einer Gruppe. Dann ist man wirklich nochmal mehr dabei, auch disziplinierter, wirklich den Podcast durchlaufend, fortlaufend zu produzieren. Denn das ist wichtig für den Erfolg beim Podcast. Und es geht mit Leichtigkeit. Ein Testimonial habe ich dir noch mitgegeben, gebe ich dir noch gerne mit vom Thorsten. Er hat bei uns sich eben vor dem Podcast-Start professionell beraten lassen. Und hat dann dazu gesagt, Hanna hat uns mit ihrer jahrelangen Erfahrung in kürzester Zeit essentielles Wissen vermittelt und uns sehr viel Zeit, Umwege und Fehler erspart. Sie war auch nach der Beratung sehr bemüht und hat zum Beispiel öfters nach dem Stand des Projektes gefragt. Hanna war wirklich an unserem Erfolg und Vorankommen interessiert. Ausnahmslose Weiterempfehlung. Das gibt dir sicher, glaube ich, auch nochmal einen guten Eindruck, was so diese Vorteile in der Zusammenarbeit mit einer Podcast-Agentur ausmachen. Und ich denke, das eine oder andere für dich ist auch dabei, wo du sagst, cool, hätte ich gerne. Und dann ist ja klar, dass du gerne mit einer Agentur zusammenarbeiten möchtest. Ehrlich, ethisch und erfolgreich. Abonniere den Business Booster, unseren Newsletter für deine regelmäßigen Podcasting-Inspirationen. Trage dich jetzt unverbindlich ein unter www.podcastliebe.net/newsletter. Ich fasse das Ganze gerade nochmal zusammen. Also wir haben die drei Top-Bereiche, die eine Agentur dir wirklich liefern kann. Das ist einmal der Podcast-Start, die Podcast-Erstellung, Podcast-Strategie und Vermarktung. Dann haben wir darüber gesprochen, Thema Zeitaufwand. Habe ich dir mal vorgerechnet im Beispiel. Beim Outsourcing ist der Zeitaufwand wirklich minimal für dich als Podcasterin und ergibt sich letztlich auch aus der Organisation der Aufnahmen, die du dann zu tun hast, Stichwort Batching, also wirklich hintereinander mehrere Folgen aufnehmen, macht immer Sinn. Und einige Vorteile, die du hast in der Zusammenarbeit mit einer Podcast-Agentur, ist einmal Professionalität, ein hoher Qualitätsstandard. Es wird dann alles gedacht, nichts vergessen, keine Prokrastination mehr, Zeitersparnis durch eben das Outsourcing. Du bekommst stete Optimierungsvorschläge durch das Profi-Feedback, eine gehörige Portion Motivation dran zu bleiben und das ganze Podcast machen fühlt sich viel leichter an. Abschließend nochmal den Tipp von mir jetzt gerne, die Folge 142 zu hören. Da erzähle ich dir einfach mal, was macht überhaupt eine gute Podcast-Agentur aus? Und ich freue mich, dass du heute dabei warst. Wir hören uns und vergiss nicht, mach dein Business hörbar. Bis dann.